bin hier schon Stammgast und was ist? Rausgetan hat er immer noch nichts. Der Geizhals. Die bösen Wörter sind gratis, umsonst. Der Hamburger Hafen. Wenn hier in der Nacht die großen Schiffe und die Fische schlafen, herrscht bei ihm schon Hochbetrieb. Die meisten, die hier ankommen in der Nacht, die sagen, oh Gott, endlich Kaffee. Das ist Nummer eins. Was zu essen natürlich auch. Und dann kommt immer wieder der Spruch, du bist ja der Einzige, der hier überhaupt irgendwas macht. Und die kommen einfach rein und sind einfach glücklich. Odos Kaffeeklappe ist das Schlemmerparadies im Hamburger Hafen. Ab Mitternacht geht es los. Brötchen schmieren im Akkord. Fertig. Das sind unsere Brötchen hier. Das ist der Treibstoff für die Nacht. Kein Schnickschnack, kein Kraut und Rüben. Wir wollen hier einfach und vernünftig. Moin. Die ersten Kunden in der Nacht, der Fahrer eines Schwertransports und seine Begleiterin. Hast du Brötchen für mich? Geringfügig, du. Guck mal. Ja, das ist doch gut. Was hättest du denn gern? Also ich nehme einmal Käse und einmal Salami. Und meine Begleitung möchte ich, glaube ich, auch was haben. Mhm. Ich halte ganz gerne gern, weil die Brötchen immer frisch sind. Die Preise sind völlig in Ordnung. Und es ist einfacher, als wie sich nachher das im Maker wie noch was zu schmieren. Das stimme ich voll zu. Also gerade zum Feierabend, der morgens noch mal zack, ein Brötchen reingeschoben, schlafen gehen, wunderbar. Einfach belegte Brötchen gibt es bei Odo bereits ab 1,90 Euro. Zwischendurch mal Tagesgerichte für unter 7 Euro. Entscheidend ist gut und günstig und bestenfalls deftig, so wie sein Leberkäse mit Ei. Ich hatte das mal irgendwo gesehen. Da habe ich gesagt, Mensch, das wäre auch was für uns, weil die wollen ja immer hier auch richtig kräftige Geschichten. Und dann habe ich mal damit angefangen und lief sofort. Da kommt es einfach nur darauf an, dass man hier eine vernünftige Scheibe hat in der Größe. Und dann kommen da immer schön zwei Spiegeleier oben drauf. So, dann ist das auch, das ist eine Mahlzeit. Seit 24 Jahren betreibt Odo Wehr seine Kaffeeklappe im Hamburger Hafen. Der ehemalige Logistiker ist kein einfacher Imbissbetreiber, sondern Hafenversorger. Seine Spezialität, eine wahre Fleischwuchtbrumme, bestehend aus 250 Gramm feinstem Rinder- und Schweinehack. Das ist die Knastpraline. Das Geheimnis der Knastpraline ist natürlich die Gewürzmischung, die da rankommt. Und was wir machen ein wenig mehr Ei ran, weil die meisten Leute nehmen sich das mit und essen es kalt. Und wenn man das kalt isst, dann wird eine Knastpraline halt sehr fest. Und wenn man da mehr Ei ran macht, dann wird die mehr fluffiger. Verstanden. Und wie ist das jetzt nochmal mit der Gewürzmischung? Sagen wir es mal so, wir halten uns sehr traditionell. Aha. Und geht es vielleicht etwas genauer? Ohne zu viel zu verraten, Salz, Pfeffer, das ist traditionell. Und so geht das weiter. Und bleibt wohl sein Geheimnis. Es ist mittlerweile kurz vor 4 Uhr in der Nacht. Die ersten Stammgäste treffen ein. Der kann doch keinen Kaffee kochen, oder? Was denn? Nichts für gut. Das ist normal. Das ist Hafenliebe. Genau. Ne? Oder mein kleiner Süßer? Richtig, meine kleine Knubberkirsche. Mike und Gunnar sind Lkw-Fahrer. Ihr Thema heute Nacht: Klimaaktivisten, die die Zufahrtsstraßen zum Hafen blockieren und sie an der Arbeit hindern. Ja, die fahren wieder am Kleben. Ach was, echt? Ja, Torfnasen, ey. Odos Kaffeeklappe ist für Mike und Gunnar der Kummerkasten und die erste Anlaufstelle in der Nacht. Von Montag bis Freitag, ne? Jeden Morgen um diese Zeit. Und das schon seit, weiß nicht wie viele Jahren. Oh, keine Ahnung. Du 15? Also. 15 ja, Jahre ne? Oder so? Mindestens, ne? Ne? Bin hier schon Stammgast und was ist? Rausgetan hat er immer noch nichts. Der Geizhals. Wir wollen doch die bösen Wörter vermeiden hier. Ne? Was denn hier? Komm! Die bösen Wörter sind gratis, umsonst. Ich muss den ja auch irgendwie unterstützen. Weil sonst kommt er ja nicht auf den Nenner. Lieb haben sie sich trotzdem. Und das Schöne ist, sie kommen garantiert alle wieder. Spätestens dann, wenn in der Nacht der Magen knurrt.